Ja, wir nutzen eigentlich täglich nur unsere Entwicklungstools. Ja, also das heißt, unsere Softwareentwicklungstools von JetBrains zum Beispiel oder von Microsoft Visual Studio. Alles andere wird halt nicht täglich, sondern ab und zu mal benutzt, zum Beispiel Office oder Bildbearbeitungsprogramme, etc. Nein, nutzen wir nicht wirklich. Wir nutzen Standardsachen, die man halt so benutzt, Mailsystem, IMAP, wir nutzen für unsere Kontakte und so weiter, die Sachen, die Apple anbietet oder Microsoft anbietet. Aber ansonsten nutzen wir keine Sachen, die irgendwas mit Cloud Computing zu tun haben. Nicht wirklich, nein. Weil es für uns wenig Sinn macht, sowas zu benutzen. Also wir haben ja nicht, wir sind eine kleine Firma und unsere Mitarbeiter haben Zugriff auf alle Sourcen, die wir haben, via unserer Online-Server, die wir haben, gemietet haben. Das ist unsere Cloud und Cloud Computing Services. Ja, nee, das haben wir nicht geplant. Ja, Cloud Computing Services sind eine feine Sache für wahrscheinlich große Firmen, die diese Sachen eben täglich benutzen. Aber für kleine Firmen, die so wie wir, die solche Sachen nur ab und an mal benutzen, zum Beispiel wenn wir für einen Kunden Bildbearbeitung machen müssen, wenn wir Software mit einem anderen Entwicklungstool machen müssen, mal. Dafür lohnt es sich nicht, weil die Fee, also die Gebührenkonstruktion, die halt Microsoft zum Beispiel oder auch Adobe jetzt hat, das ist nicht passend für kleine Firmen, die sowas nicht regelmäßig nutzen. Es ist viel zu teuer auf Dauer, diese Sachen zu benutzen. Warum lehnen wir es eigentlich ab? Wir kaufen immer nur Vollversionen oder Sachen, die einen jährlichen Fee haben, aber dann nicht weiter Kosten bilden. Das lohnt sich nicht, wenn wir das nur zwei, drei, vier Mal im Jahr benutzen.